meine Lieben, und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal Charlie Car. Hinter der Kamera steht heute Charlie und ihr werdet heute mich kochen sehen. Und zwar gibt es heute etwas ganz Besonderes. Nachdem unsere Keto-Cheese-Nudeln eigentlich voll der Reinfall waren, habe ich hier etwas anderes. Die habe ich bei Rossmann gekauft. Das sind Black Bean Spaghetti von Just Taste. Und das ist unbezahlte Werbung. Wir haben die selber gekauft und wollen die mal jetzt heute das erste Mal ausprobieren. Und dazu gibt es heute eine, na, wer errät, eine Scampi-Soße. Nein. Ehrlich? Ja, dazu benötigen wir Scampis, 300 Gramm. 200 Gramm passierte Tomaten, 200 Gramm Schlagsahne, 2 Hände voll ungefähr Cherrytomaten, die habe ich schon in der Hälfte durchgeschnitten. Dann haben wir hier Tomatenmark, 4 Knoblauchzehen, schon ausgedrückt, und eine frische Chili, Salz, Pfeffer, Kräutermix, und zum Garnieren haben wir dann hier zum Schluss Ich habe leider kein Basilikum mehr. Mein Basilikum ist tot da hinten am Fenster. Aber egal. ich habe noch im Kühlschrank hier Koriander gefunden. Streuen wir einfach Koriander drauf. Und dann haben wir hier auch noch geriebenen Parmesan. Dann würde ich sagen, lass uns doch einfach mal anfangen. Jo. Ja, wir werden heute ein bisschen cheaten. Und zwar sind die Nudeln nicht Keto, die sind Low Carb. Ah ja, aber du darfst 20 Gramm Kohlenhydrate jeden Tag annehmen. Ja, genau. Und pro Portion, hier sieht man, pro Portion haben wir Kohlenhydrate 5,4 Gramm. Ja, das ist 50 Gramm. In 50 Gramm ist 4,4 Gramm. 5,4 Gramm Kohlenhydrate. Und du brauchst unter 20 Gramm Kohlenhydrate immer noch in Ketose zu bleiben. Ja, aber da kommt ja noch der Rest dazu, ne? Die Soße ist ja auch noch mit dabei. Ja. Also ein bisschen schießen wir heute über Keto hinaus, aber es ist okay, solange wir low mit den Carbs bleiben. Ab und zu mal kann man sich das auch mal gönnen, ne? Wir sehen, das ist sicher, wie es schmeckt. Ja. Das ist Hauptsache, wie das es schmeckt. Ja, das werden wir gleich sehen. Ich habe schon mal den Topf hier mit Wasser aufgefüllt. Da mache ich gleich noch Salz rein und dann müssen die Nudeln 5 Minuten lang gekocht werden. Und in der Zwischenzeit machen wir dann auch gleichzeitig die Soße. Dabei. So, ich habe jetzt hier schon mal Olivenöl in einer Pfanne erhitzt und da geben wir jetzt erstmal Chili, Knoblauch und das Tomatenmark hinzu. Als nächsten Schritt fügen wir unsere Scampis hinzu. In das Wasser für die Nudeln schon mal etwas Salz hinzu. Spicy Shrimp. So, jetzt kommen die passierten Tomaten hinzu. Hast du alles reingetan? Ja. Ja.
Dann probieren wir das Ganze mal. Spicy. Spicy, wie sind die? Wir wollen wissen, wie die Nudeln sind. Ja, die Nudeln kommen jetzt. Nein. Beruhig dich. Wir sind hier Nudeln zu testen, nicht die Soße. Also es ist schon mal deutlich besser als die Cheese Nudeln. Ja, wie soll ich das beschreiben? Das ist ein komischer Geschmack, schmeckt auf jeden Fall nicht ganz wie Nudeln. Die schmecken so ein bisschen mehlig. Und von der Textur her sind die auch halt ein bisschen anders als echte Nudeln. Was kosten die? 2,99 glaube ich, die Packung. Was kosten normale Nudeln? Normale Spaghetti, ich glaube, die günstigsten kosten, glaube ich, ja, irgendwie 79 Cent oder so im Netto. 90 Cent, genau. Und dann überlegst du, das ist dreifach fast, was du kriegst, ein normales Nudeln. Ja, aber dafür gönnt man sich das halt nicht jeden Tag, ne? Ja. Und, achso, zu der Textur noch. Die Textur von den Nudeln ist so leicht mehlig, so gummiartig. Aber ich finde, ja, kommt schon nah ran an Nudeln. Aber hat halt nicht den richtigen Pasta-Geschmack. Aber es ist halt, ich würde sagen, es ist eine okay Alternative. Würdest du das öfter essen? Ja. Um einfach nur zu denken, dass ich Pasta esse, ja. Wie findest du meine Soße? Top. Ja? Schön spicy? Okay. Ich würde sagen, das ist ein Mischmasch zwischen asiatisch und italienisch. Warum asiatisch? Ich glaube, kein Italiener packt so viel Chili da drin. Ja? Und Koriander. So, hör auf jetzt. Aber ich mag das, diese Fusion Cooking. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat mein Pasta-Rezept gefallen. Probiert es doch einfach mal selber aus. Geht mal zu Rossmann, probiert mal die Nudeln aus. Also ich finde, es ist halt eine tolle Alternative, wenn man Keto, Low Carb sich ernährt, dass man mal wieder so ein bisschen Pasta-Feeling im Mund hat. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst uns doch gerne einen Kommentar. Schreibt mal rein, wie es euch gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Und nicht vergessen, uns zu abonnieren und die Glocke aktivieren, wenn ihr jedes Mal benachrichtigt werden wollt, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Bis zum nächsten Mal. Ciao!